Das erste Heimspiel im Jahr 2015 ist zu Ende gegangen. Der FC Ingolstadt 04 verliert zum Auftakt gegen den SV Sandhausen mit 0:2 hier im Audi Sportpark. Ich bin mit 1:3. Das ist schon ein ungewohntes Bild, letzte Heimniederlage. Ich habe geschaut vom April 2014, drum leichte Verwirrung. Begrüße die beiden Trainer hier vorne recht herzlich. Zunächst das Wort an den Gästetrainer, Herr Schwarz. Wie haben Sie die Partie erlebt? Bitte schön. Ja, erstmal hallo zusammen. Wie habe ich es erlebt? Ich denke, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch so aufgetreten sind. Wir wollten frech, wir wollten mutig spielen. Wir haben unser Spielsystem dem Gegner ein bisschen angepasst. Letzte Woche hatten wir ein 4-4-2 gespielt, jetzt haben wir ein 4-3-3 gespielt. Wir haben Adler, Boadus und Wooden mit vorne in den Angriff genommen, wollten dann nach Ballgewinn schnell umschalten. Das ist uns auch zweimal gelungen, machen zweimal ein Tor draus, haben den Gegner relativ gut vom Tor weghalten können und gehen dann auch so in die Pause. Dann wollten wir das eigentlich ein bisschen fortsetzen, haben wir nicht mehr so viel Zugriff gekriegt, der Gegner hatte mehr Ballbesitz, dann wurde auch der Druck etwas größer und so fiel auch in der 70. Minute dann das Tor. Ich habe das nochmal in den Fernsehbildern gesehen, ein Abseitstor, wo wir schlucken mussten, aber auch das hat die Mannschaft weggesteckt und hat wieder zurückgeschlagen. Und ich denke, wenn man die 90 Minuten nimmt, ist es nicht unverdient, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Das soll uns ein bisschen Mut machen, das soll uns eine breite Brust geben fürs nächste Auswärtsspiel. Wir haben dann schon wieder ein Auswärtsspiel in Greuther Fürth. Und deswegen hoffe ich, dass die Mannschaft da was mit rübernehmen kann. Uns tut jeder Punkt gut. Heute sind es 3. Und ich hoffe, es geht so weiter. Dankeschön. Vielen Dank, Alois Schwarz. Ralf, bitte dein Fazit zur Begegnung. Ja, von meiner Seite Glückwunsch an den Gegner zu 3 Punkten. Ich glaube, auch wenn die Statistik hier sagt, 16:5 Torschüsse für uns und mehr Ballaktionen, und glaube ich, haben wir heute kein gutes Spiel gemacht, weil wir einfach defensiv zu viele Fehler heute gemacht haben, und das wird dann einfach bestraft gegen einen Gegner, der es sehr gut nach vorne gemacht hat, wie ich finde. Wenn du nach 20 Minuten 2-0 hinten bist, wird es gegen den Gegner sowieso schwer, weil er es sehr clever schafft, immer wieder den Rhythmus aus dem Spiel zu nehmen, indem er ja auch viele Unterbrechungen provoziert. Und das ist gut so, das ist clever, das ist geschickt, und deswegen wird es dann ganz schwer für eine Heimmannschaft. Und wir haben nur einmal kurz in der zweiten Halbzeit eine Phase gehabt, wo wir annähernd das gespielt haben, was wir wollten, und wo wir es geschafft haben, auch mal sowas wie Druck aufzubauen. Und das war vielleicht der einzige Unterschied zu dem Spiel vor einem Jahr oder wann wir das letzte Mal hier 2-0 verloren haben, dass wir in so der Phase, dass wir wenigstens so eine Phase mal bekommen haben, wo wir den Gegner wirklich dann auch unter Druck setzen, wo wir so ein bisschen aufblitzen lassen haben, was wir können. Aber unterm Strich war es dann einfach zu wenig heute, und für viele vielleicht überraschend, dass es mal so ein Spiel gibt. Für mich nicht ganz so sehr, weil wir, wie gesagt, nur dann in dieser Liga bestehen, wenn wir Top Leistungen abrufen. Und das war heute einfach keine, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen müssen wir jetzt den Kopf hochnehmen. Wir müssen versuchen, und wir werden natürlich die richtigen Schlüsse ziehen. Und ich kann schon versprechen, dass solche Spiele für unsere Entwicklung unglaublich wichtig sind. Das waren sie in der Vergangenheit und das werden sie auch in der Zukunft sein. Und deswegen sind wir traurig, dass wir nicht gepunktet haben, aber wir werden gestärkt daraus hervorgehen, das kann ich versprechen. Danke. Vielen Dank, Ralf. Gibt es Fragen seitens der Presse? Kurzes Handzeichen, dann geht's los. Gottfried Sterner, Donaukurier, Mikrofon kommt. Eine Sekunde. Ich hätte eine Frage an Herrn Hasenhüttl. Du hast gesagt, du bist nicht so überrascht über diese Niederlage jetzt. War das von dir vorher schon so ein Bauchgefühl, dass es heute schief gehen könnte? Weil so war der zweite Rückschlag jetzt, oder die zweite Niederlage, dass so ein Rückschlag mal kommt, ist ja wahrscheinlich. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, 14 Heimspiele am Stück, glaube ich, nicht verloren. Und das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass einmal alles gegen einen läuft. Und naja, es ist einfach ein unangenehmer Gegner, und wenn du dann in den Rückstand gerätst nach 12 Minuten, dann war mir schon klar, dass das nicht einfach wird. Und wenn du dann 2-0 6 Minuten später dir fängst, dann wird es eben einfach schwer, und das passiert, das ist Fußball. Wir sind hier keine Mannschaft, die unbesiegbar sind. Das sind wir nicht. Also wir können nur dann unsere Spiele positiv gestalten, wenn vieles passt. Und heute hat nicht ganz so viel gepasst. Und deswegen haben wir dann auch in der
verloren und nicht unverdient. Ich glaube, auch wie gesagt, wenn wir mehr Torchancen hatten und so weiter, mehr Torschüsse, aber es war, der Gegner hat es gut gemacht und wir waren heute nicht gut genug. Und deswegen muss man sowas auch mal akzeptieren. Aber ich weiß, dass wir viel, viel besser sein können und dass wir auch besser sein müssen in Zukunft wieder. Aber das ist ja sowieso klar, dass wir in der Liga, die so ausgeglichen ist, schon öfters gemerkt haben, wie knapp oder wie sehr die Spiele auf das Messer schneide oft laufen. Und um sie auf deine Seite zu ziehen, braucht es mehr als das, was wir heute gebracht haben. Lag es also mehr an dem Spiel, an deinem Spiel deiner eigenen Mannschaft, oder denkst du, es war mehr eine Sache vom Gegner auch? Ja, der Gegner führt dazu, oder der Gegner ist dafür verantwortlich, wie viel er zulässt von meinen Spielern. Und wir haben heute sicherlich den einen oder anderen gehabt, der vielleicht nicht so sehr den Spielern Stempel aufdrücken konnte, wie wir es gewohnt waren. Und man hat es, glaube ich, schon gemerkt, dass die Mannschaft alles versucht hat. Ja? Und deswegen sind wir vielleicht auch nochmal zurückgekommen in dieses eigentlich schon tote Spiel. Aber um das dann wirklich zu drehen, ja, darfst du natürlich nicht mehr das Dritte fangen. Und das war auch schon so ein bisschen sinnbildlich. Ja? Seitlicher Freistoß, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ein Tor aus einem seitlichen Freistoß bekommen haben. Aber das hat heute so ein bisschen ins Gesamtbild gepasst, wo einfach zu wenig richtig gut funktioniert hat. Und deswegen werden wir, wie gesagt, da auch sofort den Finger in die Wunde legen. Dass, wer uns kennt, weiß, dass uns das nicht grübeln lässt, sondern einfach versucht oder uns hoffentlich stärker werden lässt. Danke. Gibt es denn weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Eine weitere Partie hat es heute gegeben noch. Kaiserslautern schlägt den VfR Aalen mit 1:0. Das ist auch der nächste Gegner nächste Woche am Freitagabend. Die Schanzer zu Gast in Aalen. Bis dahin einen schönen Nachmittag und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Auf Wiedersehen.